Mai, da ist er ja. Und so ähnlich sah mein Gesicht auch aus, als ich von der ersten wirklich offiziellen Veröffentlichung eines Films erfahren habe, in dem es mehr oder weniger um eine Randgruppe geht, und zwar um die Barbaren, die Barbarian Twins. Und herzlich willkommen, Filmfans, zu einer neuen Produktvorstellung. Und ihr kennt mich natürlich und ich stelle mir auch gerne obskuren, alten, ranzigen Trash gerne auch mal in etwas hochwertigeren Verpackungen in die Sammlung. Und als Koch Media mehr oder weniger die Barbaren im Mediabook angekündigt hatte und auch erstmalig auf Blu-ray, wusste ich gar nicht, was ich davon halten sollte, aber ich habe nicht mal zweimal überlegen müssen, habe mir ganz klar gedacht, dieser Film muss unbedingt her. Ich habe ihn in den 90ern, ich glaube, ein- oder zweimal gesehen. So gut hatte ich ihn eigentlich gar nicht in Erinnerung gehabt, aber der Film ist zumindest von Canon und sticht deutlich heraus, da er doch ziemlich trashig geraten ist. Eine US-amerikanisch-italienische Produktion ist und das Ganze wurde von Ruggero Deodato, dem Macher und Meister hinter solchen Werken wie Cannibal Holocaust oder auch Body Count, in Szene gesetzt. Und das mit zwei Bodybuildern, David und Peter Paul, die irgendwann Mitte der 80er sich gedacht haben, komm, wir gehen auch ins Filmbusiness, so wie es Arnie einstmals vorgemacht hat. Nur eventuell machen wir es vielleicht ein bisschen besser, weil hier gibt's Muskeln und Gehirn im Doppelpack. Und als Deodato das erste Mal auf die beiden traf, wusste er ganz klar, dass er sicherlich keinen harten und rohen Film hier inszenieren wird, wie es eigentlich mehr oder weniger die Produzenten von ihm verlangt hatten, sondern er wusste ganz klar, dass das Ganze mehr albern wird, unfreiwillig komisch, und am Ende ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film rausgekommen. Zumindest jetzt nach der erneuten Sichtung, auch erstmalig hier auf Blu-ray, muss ich wirklich sagen, dass der Film doch wirklich, wirklich viel Spaß macht. Er ist ziemlich unfreiwillig komisch, er ist kitschig, er ist irgendwo bonbonbunt, er ist sehr naiv, er ist sinnbefreit, aber er macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vor allem aufgrund der beiden, ja, Bodybuilder, die sich hier als Schauspieler versuchen und grundsympathisch rüberkommen und auf der anderen Seite natürlich auch wirklich richtige Schauspieler zur Seite gestellt bekommen haben, wie zum Beispiel unseren spaßig reinguckenden Michael Berryman, der hier die meiste Zeit eigentlich nur Grimassen schneidet als Dirtmaster, als Kerkermeister, die beiden erst so richtig zu diesen muskelbepackten Kampfmaschinen drillt und am Ende zu merken, dass sie dann doch irgendwie dann ihren eigenen Kopf haben und sich dann lieber aus ihrer Misere befreien möchten, dann den guten Richard Lynch, den ich sowieso sehr gerne sehe und der eigentlich immer so dieser Typ war, der meistens für die Rolle des Oberschorken prädestiniert war und hier einen sehr melancholischen Kadar abgibt, und der gute George Eastman, unser Maneater, der hier einen wirklich sehr, sehr schönen Gastauftritt hat. Und obwohl es Trash ist, wurde dieser Film sehr, sehr hochwertig produziert, muss man einfach mal sagen. Also Deodato hatte hier das sicherlich größte Budget überhaupt, was er jemals in seiner Karriere zur Verfügung hatte. Und das gibt er natürlich ganz klar Preis in dem wirklich sehr, sehr schön gemachten Interview-Featurette, was Koch Media eigens für diesen Release hier hat produzieren lassen. Und ich muss sagen, es gab früher eine inoffizielle VÖ von diesem Film, aber die kann man jetzt zur Seite schieben und kann sich die Barbaren in wirklich sehr, sehr guter Qualität nach Hause holen mit wirklich einem schönen Füllhorn an Extras. Und ja, das Covermotiv selber hier ist natürlich mehr oder weniger eine Abwandlung des bekannten Poster-Artworks, was man hier genommen hat. Natürlich haben wir beiden hier unsere Barbarian Twins, Kutschek und Gore, wo ich dann erstmal hin den Klammtext gelesen habe, ich mache so Gore oder Gore. Na, ein bisschen Gore hat dieser Film natürlich, ganz klar, er soll ja auch roh und brutal sein. Auf der anderen Seite ist er sehr, sehr witzig geraten. Ja, dann haben wir natürlich den legendären Kampf gegen den Penis-Lindwurm, wie ich ihn nenne, der irgendwie aus der Muppet-Show entsprungen ist, sagen wir es mal so, ein wirklich unfreiwillig komisch aussehendes Monster. Also die Creature Effects in dem Film sind schon relativ drollig geraten, muss man einfach mal so sagen. Also dafür steht der Film ganz klar, aber auch für einen sehr, sehr hohen Fun-Faktor. Das kann man dem Film auch definitiv nicht abschreiben. Und ich muss sagen, das Motiv ist doch recht gelungen. Der Spine selber ist sehr schlicht geraten. Das Ganze kommt hier mehr so in Weiß daher, jetzt nicht sonderlich Spektakuläres. Und auf der Rückseite haben wir natürlich die Zusammenfassung des Inhalts, dann eine kleine Synopsis, dann natürlich ein paar Szenenbilder, die Zusammenfassung der Extras und der technischen Daten, was DVD und Blu-ray angeht. Und was die Extras angeht,
hat sich ja hier Koch mir ja wirklich nicht lumpen lassen. Also neben der Dokumentation Die Welt der Barbaren, die sie eigens für diesen Release haben produzieren lassen, gibt es auch noch einen Audiokommentar mit Oliver Nöding, der hier auch das 20-seitige Booklet beigesteuert hat, und Pele Fälsch, sowie noch zwei relativ rare Ausschnitte aus zwei TV-Sendungen irgendwann aus den 80ern, die in relativ ranzigen VHS-Niveau daherkommen, allerdings auch sehr interessant geraten sind. Dann gibt es auch was über die Spezialeffekte im Musikvideo, ein bisschen Werbematerial und natürlich Trailer. Und ich muss sagen, dann obendrauf noch ein Bonusfilm, ein Frühwerk von Deodato, Phenomenal, und der Schatz von Tutanchamun. So ein scheinbar so eine Art früheres Superheldenwerk sein. Der liegt ja allerdings nur im O-Ton mit deutschen Untertiteln bei. Die restlichen Extras wurden natürlich auch komplett untertitelt. Ja, wenn wir uns das Innere dieses etwas natürlich wieder kleineren Mediabooks anschauen, kommen wir eigentlich zum einzigen Manko. Das betrifft nicht wirklich die Discs, die von der Farbgestaltung, vom Layout sehr schlicht ausgefallen sind, sondern mehr oder weniger die Farbgebung, die sich durch das komplette Booklet zieht. Hier haben wir natürlich Phenomenal und der Schatz von Tutanchamun mit den kompletten Extras. Die Audiokommentar selber und die Trailer befinden sich auch auf der DVD, und da haben wir natürlich die Blu-ray, die sich farblich etwas abhebt von dem Rest der VÖ. Und dann kommen wir mehr oder weniger zu dem, was mir jetzt nicht so gefällt an dem Release. Das ist dieses Orange-Gelbe, dieser Farbton, den sie auch bei den Szenenbildern, die hier eingeflossen sind, auch verwendet haben. Was ich ein bisschen schade finde, weil in Farbe hätte das sicherlich noch wesentlich geiler ausgesehen. Und dass hier dieser weiße Rahmen drumherum ist, das hat mich jetzt eher weniger gestört. Sagen wir es mal so, da diese Koch-Media-Mediabooks hier dann doch etwas eigen ausgefallen sind, sicherlich nicht jedermann, aber mir kommt es vor allem bei diesen Releases immer auf den Inhalt drauf an, und da hat mich Koch Media eigentlich so gut wie nie enttäuscht, sagen wir es einfach mal so, weil die wissen einfach, was sie machen, und man merkt einfach, wo die Liebe für den Film, den sie veröffentlichen, ob jetzt ein Mediabook oder einer normalen VÖ, halt mehr oder weniger reinfließt. Dafür ist der Text von Oliver Nöding sehr informativ geschrieben. Dort gibt er ganz klar an, dass er früher, als er den Film das erste Mal sah, mit dieser Canon-Produktion überhaupt nichts anfangen konnte. Also er hat lieber Charles Bronson gehabt oder halt auch den guten Chuck Norris. Er fand die beiden mehr oder weniger peinlich, aber jetzt zu der mehr oder weniger für diese VÖ, zu der Neusichtung, hat sich seine Meinung etwas geändert, sagen wir es mal so. Dann geht es hier natürlich ganz klar noch um die anderen Darsteller, Richard Lynch und Michael Berryman, dann natürlich auch um den Auftritt von George Eastman hier, der einen wirklich sehr schönen Gastauftritt hat. Da haben wir dieses schöne Bild. Ich meine, man erkennt zumindest, was auf diesen Bildern abgebildet ist, aber insgesamt wäre da sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und ja, dann geht es natürlich ganz klar um unsere beiden Barbarian Twins, wie ihre Karriere weiterverlaufen ist und so weiter. Und ja, mehr eigentlich auch nicht, sagen wir es nur so. Aber auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Booklet an sich. Aber über die innere Aufmachung lässt sich mehr oder weniger streiten. Das ist für mich so das einzige Manko an einer insgesamt wirklich doch ganz gut gelungenen Veröffentlichung. Vor allem die Extras sind sehr informativ ausgefallen. Also da muss ich sagen, hat Koch Media sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Und vor allem diese Featurette, Die Welt der Barbaren, ist wirklich sehr sehenswert ausgefallen. Geht zwar nur 42 Minuten, hätte von mir aus auch ein bisschen länger gehen können, von mir ist Spielfilm lange, weil Deodato und auch ein paar andere Beteiligte an der Produktion plaudern hier sehr angeregt aus dem Nähkästchen und geben sehr viele interessante Informationen von sich. Und muss ich sagen, das ist natürlich schön, dass für solche eher ältere Filme immer wieder solche schöne Extras auch produziert werden. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist jetzt sicherlich nicht der perfekteste Release, aber ansonsten kann man hier definitiv nicht meckern. Erstmalig Die Barbaren offiziell auf Blu-ray und DVD in der wirklich schön aufgemachten Edition. Obendrauf noch ein paar wirklich schöne Extras. Diesen Bonusfilm von Deodato, Phenomenal, den werde ich mir sicherlich irgendwann mal anschauen. Mal sehen, was das für eine filmische Obskurität ist. Auf jeden Fall war es jetzt auch mit meiner Produktvorstellung zu Die Barbaren im limitierten Mediabook. Ihr könnt mir natürlich ganz klar in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, wie ihr ihn so findet, oder was eure liebsten Barbarenfilme überhaupt sind und wie ihr die VÖ findet. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer neuen Produktvorstellung oder zu irgendeinem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.